Willkommen zurück zu Portal 2 im Koop-Modus mit der Frau dort hinten, Lily Oriana LP. Huhu. Genau diese. Süß. Und mir, Mr. Katafi. Ich muss gleich am Anfang was sagen. Wir kennen das jetzt hier alles schon, denn das ist der zweite Versuch. Im ersten Versuch sind wir komplett durchgekommen und dann im Ladescreen hat sich das Spiel aufgehängt und wenn das Spiel sich aufhängt, reißt es meine Aufnahme immer mit und ich kann die nicht verwenden. Genau, ja, das ist natürlich sehr traurig. Bei mir hat es geklappt, meine Aufnahme hat funktioniert, existiert, aber wir machen es trotzdem gerne nochmal für euch. Wir kennen zwar jetzt so gesehen das Ende schon, aber wir wissen ja nicht, ob da noch was nach dem Ladescreen kommt. Genau, wir haben ja nur das Video gesehen. Nicht. Es ist total kam Ladescreen eingefroren. Naja, bei mir hat es sich noch bewegt, aber es ist trotzdem abgestürzt. Ja. Und deswegen weiß ich jetzt auch schon, also ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den man machen soll. Auf jeden Fall hat er super funktioniert. Und deswegen mache ich ihn einfach nochmal. Genau, ich bleib hier stehen, guck zu. Genau. Wieso hat das diesmal nicht so gut funktioniert? Schade. Wir müssen nur die Tür zur Kammer öffnen. Letztes Mal war das irgendwie imposanter. Ja. Da sind sie mit in die Luft geflogen. Da hat deine Opferung mehr gebracht. Naja. Opfer könnte ich immer gleich viel bringen, also einfach nochmal. Genau. So, übrigens verabschiedet mein Handy sich gerade, das heißt, wir müssen uns jetzt auf dich verlassen, was die Zeit angeht. Ja, ja, da bin ich ja pro drinne. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange wir aufnehmen. Ja. Ah. Oh. Also auch bisher nicht gut. Ist die Aufnahme ein Traum. Ja. Gar nicht retten. So kriegen wir es dann doch noch in die Länge gezogen, ne? Ja. So geht's dann auch. Wir hatten ja schon gedacht, so jetzt, oh Gott, jetzt kennen wir ja alle Rätsel und ja, jetzt wird es ja voll die kurze Folge und so. Zwei Minuten doof. Alles geschafft. Aber ich glaube, sie wird doch lang. Ich glaube, das ist aber trotzdem. Ich bin mir langsam ziemlich sicher, dass das der eigentliche Weg ist, weil. Ich weiß nicht. Ich glaube immer noch, dass man mit dem Strahl der Farbe auf sie fallen lassen muss. Wieso? Die spawnen da immer neu, wenn ich einen hochgehoben habe. Jetzt enttäuscht mich nicht. Wieso hat denn das beim letzten Mal so gut funktioniert und jetzt hat es alle mitgerissen? Ja, beim letzten Mal war es echt super. Einen umgerissen, alle anderen sind gestorben. Es ist übrigens sinnvoll für meine Zuschauer, wenn sie nur unten rechts hingucken, denn ich kann nur dumm rumstehen und nichts tun gerade. Du kannst doch mitmachen. Stimmt, ich könnte es auch versuchen, rein theoretisch. Ach ja, komm, dann versuch ich es mal. Nein, mehr als schief gehen kann's nicht. Das stimmt. Und ich kenne deinen Plan ja quasi. Und mit dem Schiefgehen hast du ja gesehen, wie es funktioniert. Genau. Und da ein. Und dann, ich überlege gerade, mit der Taste kann ich sie aufheben. Und ja, hat richtig gut funktioniert. Das war ich, glaube ich, gerade. Ich habe dich, glaube ich, gerade runtergerissen, oder? Nee, die haben mich entdeckt und zerschossen. Oh. Hi, sieht gut aus bei dir. Doch mal, ihr macht ihr hinten? Ja. Gut. Ja. Boah, brutal. Direkt vor meinen Augen. Irgendwie ist jetzt hier ganz viel blauer Schleim hingekommen, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn du die wegmachst, dann ist das sozusagen so ein Bonus. Weil es war letztes Mal auch so. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das? Auf jeden Fall so. Und auf jeden Fall so. Und auf jeden Fall so. Und so. Ach nee, Quatsch, das bringt ja gar nichts. Nee, sieht aber schön aus gerade. Ach genau, du musst rüberkommen. Genau, ich muss zu dir kommen, so war das. Und dann musst du nämlich das machen, also nochmal diesen Sprung machen, damit du auf, genau. Auf diesen blauen Schleim landest. So war das, ne? So und so und. Ja. Da hättest du nochmal springen müssen. Ja, es sprang nicht, weil ich bin hier drauf gelandet, wo genau richtig. Kein Schleim war. Ich versuch's nochmal. Ja, macht nix. Ah, sieht gut aus. Jetzt, yes. Super. So, jetzt bin ich hier oben. Sehr, sehr gut. Und hier gibt's nämlich einen Schalter und für all dieser Aufwand nur für einen einzigen dummen Knopf. Dann drücke ich nämlich drauf. Und dann welcher kommt die lustiger Farbe, die wir brauchen. Blauer Schleim kommt, ja. Das ist so deprimierend, aber naja.
Das ist das Spiel. Und jetzt müssen wir zurück. Zack. Ich warte mal auf dich. Sieht einfach nur lustig aus. Ja, es ist. Es klingt auch super lustig. Ja. So. Und nun müssen wir einfach nur noch rüber rennen. Genau. Wie meinte ich doch so schön, lass es uns tun. Und dass ich vorrenne, damit wir miteinander krachen. Hui. Quatsch. Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Och, GLaDOS. Ich fühle mich so angestarrt. Gehört die Kamera zum Schloss? Ich denke schon. Ja. Guck mal, was die noch... Was hast du gemacht? Blue macht dich ausgelacht. Genau. Der Trick ist nämlich, dass man Emotionen zeigen muss. Denn Roboter zeigen keine Emotionen. Und deswegen müssen wir jetzt ja Menschen sein, die genau hier vor der Kamera stehen. Wir haben die Kamera sozusagen verarscht. Und jetzt kommt eine wunderschöne Videosequenz. Da öffnet sich die Vault-Tür. Ich hoffe, dass der Ladescreen diesmal funktioniert danach. Ich habe Angst. Mal wieder. Mal wieder? Ja, vorhin hatte ich auch schon Angst, als die Tür aufging. Aber diesmal habe ich eher Angst vorm Ladescreen. Und hinter der Tür verbirgt sich... Erstmal kommt jetzt der epische Moment. Überhaupt für unsere beiden Freunde. Wie sie diesmal ein Bildchen machen. Stimmt. Und wie sie diese Waffen halten, wie MGs. Ja. Könntest du damit was ausrichten, wenn da jetzt Aliens rausgesprungen kommen oder so? Oh, so süß. Das ist einfach nur brutal. Ja. Matrix. Oh klar, das ist so glücklich. Oh Mann. Yes! Chaka! Und eine Runde abdancen. So wie zum Thema Emotionen und so, ne? Genau. Wir sind so menschlich geworden. Yeah. Nein! Oh Mann. Ich hab und da ist Angst. Der tödliche Ladescreen. Oh, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Denn dein Name stand unten in der Ecke und jetzt ist er sofort verschwunden und ich kann die Maus wieder sehen. Nee, jetzt sieht's gut aus. Oder? Ja, doch, es ruckelt gerade. 3 Frames. Jetzt steht er warten auf ihren Partner. Und ich höre Geräusche im Hintergrund. Ich noch nicht, aber bitte lass es bei mir auch funktionieren. Jetzt sehe ich deinen Namen wieder. Sehr gut. Es funktioniert. Oh. Ja. Das ist das Ende. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Sehen wir die Akten ein. Eigentlich fehlt nur noch so... Die Credits und so. Keine ja. Teamplayer. Keine Teamplayer. Soziale Inkompetenz. Ja. Nett. Vor allen Dingen, es geht ja jetzt, das sind ja alles die Leute, die mitgearbeitet haben. Das ist ja das komplette Team. Das stimmt. Anna Sweet ist undiszipliniert. Und offensichtlich auch alphabetisch sortiert, die Leutchen. Das finde ich gut. Oh, gemein. Nie pünktlich. Oh, das könnte ich sein. Lalala. Kann ich auch... Zuhörer. Ah, okay. Oh, solche Leute kenne ich auch zu Genüge. ganz schlecht. Ja, jetzt kennt GLaDOS die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben. Ja. Ja, es ist ganz lustig. Ich glaube, mich zu erinnern, dass im Singleplayer das Ende... Plappermaul hat er jetzt bei den Kuben gesagt. Ja, das habe ich auch gerade. Ich glaube, im Singleplayer ist der Abspann genauso... Also nicht ganz, da kommt noch eine kleine Videosequenz, an die erinnere ich mich auch noch sehr gut, warum ich denke, dass es einen dritten Teil geben wird. Da war ich gerade. Schlampig oder was? Ja, das auch, aber da war gerade... So. Und da ist gerade irgendwas, hat da gerade einen Begleiterkubus entlang gezogen. Kryptisch. Kryptisch? Okay. Eric Vulpan. Da waren ganz viele von diesen Robotern, die man im Singleplayer begegnet. Immer zu spät. Ganz schlimm. Immer schlecht gelaunt. Oh, auch nicht schön. Hey. Märtyrer. Der Roboter gerade. Oh, guck mal.
Oh, da bin Hallo. ich. Also bei mir Hallo, bin ich. Orange. Ja. Ja. Ja, nochmal zum eigentlich Abschied. Nee. Oh, wie süß. Bestimmt kommst du auch nochmal. Ich bin ja schon auf dem, auf dem Band vorbeigefahren. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja. Ja, im Prinzip, während hier die Credits durchlaufen, an sich ist das der Multiplayer, der Koop damit ja beendet. Aggressiv. Genau. Das mag ich. Ich auch. Natürlich mag sie das. Schüchtern. Wir haben aber leider GLaDOS nicht gesehen. Liebt Schadenfreude. Oh ja, das bin ich. Das ist GLaDOS. Du bist ja. GLaDOS. Ach. Oh, Mist, ich wollte es ja gar nicht verraten eigentlich. Mist. Da warst du gerade. Verdammt. Oh Mann. Ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun sie alle. Das stimmt. Absolut. Ja, mir auf jeden Fall auch. Der Koop-Modus ist richtig gut gelungen, finde ich. Liegt Lippen beim Lesen. Ist auch toll, dass es einen gibt in dem zweiten ja, Teil. Auf jeden Fall. Zu zweit machen die ganzen Rätsel noch mehr Spaß, als sie alleine machen. Alphabet. Ja, auf jeden Fall. Aber es lohnt sich auch, das Spiel alleine zu spielen. Also auch wenn ihr niemanden habt, der mit euch das zusammen spielen möchte, ist das gar kein Problem. Kauft es euch trotzdem. Ja, im sehr Singleplayer. Empfehlenswert. Das ist, von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Das ist schrecklich. Auch schön. Oh, süß. Und es gibt ja angeblich noch... Oh, das bin ich auch mitmachen. Ach so? Lalala. Es gibt ja angeblich auch noch, da war ich schon wieder. Ja, jetzt habe ich die gesehen. Bonusmissionen irgendwie? Ja, habe ich auch gehört, dass irgendwie die Spieler selber Räume erschaffen können oder so. Ich habe es mal gehört, ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt. Ich habe auch in der großen Halle noch eine Region gesehen, wo wir noch nicht waren. Da sollten wir vielleicht nochmal gucken. Vielleicht. Genau, das kann man denn ja vielleicht als kleines Special so, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja. Das Lachen. Oh Mann. Aber du kamst bei mir jetzt nicht so dicht winkend. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Nee, kam ich noch nicht. Ich fuhr nur auf den Band ein bisschen oh, rum. Oh, ein Begleiterkurs mit Herzchen war da gerade. Oh. Mein Liebling. Im Prinzip muss ich aber sagen, dass ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Oh. Was? Da andere? Ich Oh, was kommt jetzt? Was sind das alles? Voices. Ach, das sind die Stimmen. Ich habe gehört, da waren wir gerade, ja, dass der erste Teil deutlich kürzer war als der zweite Teil. Ich kann jetzt den Koop da überhaupt gar nicht rein einschätzen, inwieweit er länger oder kürzer ist. Das kannst du, glaube ich, besser. Ah, da ist sie, Charakter, Chell. Genau. Ich glaube, die Singleplayer-Modus, naja, im ersten weiß ich es jetzt gerade nicht mehr genau, sind eigentlich schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja, doch. Da hing ich eigentlich ziemlich lange dran. Ich glaube, sind im Multiplayer ein paar weniger Kammern. Jetzt 23 oder 24 Folgen haben wir jetzt ja, glaube ich, gebraucht. Sollte ich mich täuschen, dann tut es mir leid. Ihr dürft mich gerne verbessern, was das angeht. Aber ich meine, dass das so ungefähr so ist. Ich habe das so in Erinnerung. Vielleicht waren wir auch einfach nur zu gut. Nach meinem Empfinden halt. Ja, das kann auch sein. Weil wir waren ja echt ganz schön erfolgreich. Also ja, man kann da bestimmt auch 50 Folgen draus machen mit Pech. Garantiert. Ja. Ah, thank you for participating in this Enrichment Center activity. Oh. Oh. Extra nur für uns. Wie schön. Feuerwerk. Ein würdiger Abschluss. Ja. Feuerwerk, sage ich schon. Nochmal Konfetti. Der Ladescreen. Genau. Ich hoffe, dass der auch problemlos lädt. Das wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein dann. Das wäre es jetzt, wenn er jetzt danach nochmal abstürzt. Ja, könnte passieren. Nee, jetzt sieht's aber, gut aus. Ja, ruckeln ist immer ein richtig gutes Zeichen bei mir. Dann geht's nämlich meistens weiter. Der andere hat ja nämlich gar nicht geruckelt. Also prinzipiell, das Spiel macht einen Heidenspaß. Hat mit ja. dir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da rumzurätseln. Und wir sind wirklich ziemlich, ziemlich gut durchgekommen. Ja. Bis auf ein, zwei Räume. Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Ruhe hier. Sie können die Tests nun zu ihrem Vergnügen absolvieren. Zum ich mal Vergnügen, natürlich. Ja. Huch. Ach, da bist du. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt aber noch nicht, ob da noch mehr Räume sind. Nein. Weil das wird ja dann vielleicht eine Special-Folge. Genau, das werdet ihr sehen, ob wir eine Special-Folge noch machen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß dabei, wie wir gefehlt haben und so. Wie wir uns gegenseitig umgebracht haben. Ja. Und immer nett und ironisch zueinander waren. Was für ein Widerspruch. Ja. So, zum Abschluss nochmal. Hey! Ich dachte, jetzt kommt eine Umarmung zum Abschluss oder so, aber nö. Du willst es ja auf die harte Tour. Na komm. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Ja. Knuddel. Ja, dann. Ja, wir hatten sehr viel Freude auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, da folgen auch noch andere Let's Play Togethers mit dir. Mit Sicherheit. Es gibt ja noch einige Spiele. Es wurde ja auch irgendwie Team Fortress 2 vorgeschlagen und so. Ja, gegeneinander denn mal. Genau. Aber schauen wir mal. Genau. Dann auf jeden Fall auf Wiedersehen und man sieht sich in irgendeinem anderen Let's Play. Ja, das denke ich auch. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ciao, ciao.